Guten Morgen. Ich wollte euch heute mal ein Zahnupdate geben. Ich hatte gestern meine Operation, meine Vollnarkose. Vollnarkose. Und ich möchte euch meine Erfahrungen heute hier mitteilen. Das sind ehrliche Erfahrungen und es sind Erfahrungen, die geteilt werden müssen. Weil ich bin mir sicher, viele andere Kieferchirurgen, Zahnärzte verarschen euch genauso. Und entsprechend kurz die Vorgeschichte. Ich verlinke euch oben mal das Video, die komplette Vorgeschichte. Jetzt aber mal die Kurzversion. Mein Zahn muss raus. Nach langer Leidensdauer, viele Ärzte haben sich versucht. Ich hatte immer Probleme mit Schmerzen, dass ich die Schmerzen gemerkt habe, trotz Lachgas, Hypnose, was auch immer alles dabei gewesen ist. Also ich habe alles schon durchprobiert. Und deswegen hatte ich gesagt, Kieferchirurg, ich brauche eine Vollnarkose. Der Kieferchirurg hat zu mir gesagt, gibt es natürlich, da haben sie dann nochmal getestet, da hat sie ein bisschen ein paar Tests gemacht. Ja, stimmt, bei Ihnen, wir machen auf jeden Fall Vollnarkose. Also, und ja, die Vollnarkose heutzutage ist dann so, das ist nicht mehr so wie früher, wie Sie es kennen, einfach so Glocke über dem Kopf, sondern wird eine Spritze gegeben, ne? Und dann fallen Sie dann in so einen Traumzustand und dann kriegen Sie gar nichts mehr mit, keine Schmerzen, kein gar nichts. So. Und ich habe mich nicht informiert, weil ich habe den Arzt, wie es eigentlich gar nicht so typisch für mich ist, aber einfach mal Glauben geschenkt, weil ja, es ist. Da war jetzt nichts, wo ich hätte nachfragen können oder sollen oder was auch immer. Und dann habe ich gestern erfahren, dass da eine Analgosedierung ist. Eine Analgosedierung ist einerseits das Zuführen intravenös eines Schmerzmittels und dazu noch eines Betäubungsmittels, dass du es nicht mehr wahrnimmst. So. Ist aber keine Vollnarkose. Der Unterschied ist zur Vollnarkose, zur richtigen Vollnarkose, dass du immer noch selbstständig atmest. So. Und dass du auch noch bei Bewusstsein bist. So. Und gut, habe ich gedacht. Ich habe das dann erfahren, dass es das eine Analgosedierung ist. Und der Anästhesist hat mir das vorher gesagt. Und da habe ich halt gesagt, okay, probieren wir es halt. Ne? Also ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt. Ich habe gesagt, okay, das Einzige, was ich will, ich könnte doch bei Bewusstsein sein. Ich will einfach die Schmerzen nicht spüren. Das ist mein Problem. Mein Problem ist nicht die Angst vor dem Zahnarzt, sondern es sind die Schmerzen. Und ja, und dann war es dann halt soweit. Ich kam rein. Und haben es hingelegt und ich habe dann, der Arzt hat dann, also der Anästhesist hat mir gesagt, okay, so, jetzt bekommen Sie die Spritze. Erstmal hat er sich verstochen, erst hat er hier reingestochen und dann hat er es nicht gefunden. Das tut jetzt auch ziemlich weh, aber ist egal, dann hat er hier reingestochen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er dann das reingemacht und ja, wollte dann irgendwie zählen und so weiter. Habe aber dann so ein Tuch über den Kopf gekriegt, über die Augen. Und ja, war dann so, wie man es sich halt vorstellt, im Traumzustand. Hab wirklich, ja, so ein bisschen Traum, so. Aber, und das war das Entscheidende, ich habe die Menschen noch reden hören. Also ganz bewusst reden hören und mein Gedanke war auch noch, mein Verstand war auch noch ganz klar da. So, und da habe ich gemerkt, wie die meinem Mund angefangen haben, was zu machen. Tat nicht weh. Was ich im Nachgang erfahren habe, das war, da haben die mit dem Messer das aufgeschnitten, wo die den Zahn ziehen wollten. So. Und das war das Schmerzmittel, was er dann gewirkt hat. So, dann haben die den Zahn, der halt so extrem weh getan hat, mit so einem Spatel so ein bisschen bewegt. Ich natürlich sofort an die Decke geschossen. Ich geschrien vor Schmerzen. Ich habe mich, wurde mir im Nachgang dann noch erzählt, ich habe mich, mein ganzer Körper also ich habe mich total, wollte mich losmachen. Ich habe geschrien, Dings, wie man es halt so einen Schmerzen, wie man das halt kennt. Und ja, und dann haben die mich fixiert. Es waren sechs Leute da, sechs Mann im grünen Kittel, und haben mich halt komplett festgeschnallt. Und meinen Kopf haben die dann so eingespannt, dass ich den Kopf nicht mehr bewegen konnte. So, und habe aber geschrien, wo die das mit dem Dings gemacht haben. Und dann habe ich gehört, wie der Arzt dem Anästhesist gesagt hat, so, jetzt und jetzt noch mehr und so. Und der Anästhesist hat dann gesagt, ja, klar, so, hat ihn reingespritzt. So, und dann waren die Schmerzen wieder weg. Die Wahrnehmung war noch da. Ich habe immer noch alles verstanden, was die gesagt haben. Und teilweise, und das fand ich halt, ja, bin ja sehr sensibel, ist ja respektlos gewesen. Das kann doch nicht sein. Wieso schreit er jetzt? Und so die Art, wisst ihr? Und das fand ich nicht schön. Und auf jeden Fall. Und dann war es so, dass ich wahrscheinlich beim Unterbewusstsein, ich habe die Schmerzen nicht mehr gespürt, aber die Schmerzen irgendwie scheinen noch präsent gewesen sein. Ich habe dann ganz laut angefangen zu singen, aber extrem laut haben die mir gesagt. Also wirklich penetrant laut. Also wie gesagt, man hat es durch Bartüren gehört, durch Operationstüren. Und das war so, dass ja, die extrem genervt waren. Ich habe das gemerkt. Was soll denn das jetzt hier? Und die total genervt gewesen sind. Und ja, und ich habe auch realisiert, dass ich gesungen habe, aber ich konnte nicht aufhören. Ich konnte nicht aufhören. Das war irgendwo mein Ventil, was ich vor den Schmerzen, was da raus musste. Und ja, und
Und dann war es ja, so extrem stark wahrscheinlich der Schmerz, dass ich dann wieder langsam den Schmerz gespürt habe, den Schmerz, und dann habe ich wieder wahrscheinlich vom Singen ins Schreien gewechselt. Und dann habe ich gemerkt, wie plötzlich der Arzt und der Anästhesist, wie die sich unterhalten haben, wie die selber panisch wurden, weil der Arzt hat gesagt, da muss man mehr, ich muss das jetzt zu Ende bringen, ich muss das jetzt zu Ende. Und der Anästhesist, ich kann nicht mehr verantworten, ich kann nicht mehr verantworten, es geht jetzt nicht mehr. Und der Anästhesist, der Arzt dann zurückgesagt, ja, aber der Zahn muss jetzt raus, der ist jetzt schon halb raus, wir müssen jetzt weitermachen. Und alle geschrien und Panik gehabt und sonst was. Und ich habe mich natürlich auch gefühlt ziemlich ja, schlecht. Und eine andere Geschichte, was dann positiv in dem Kontext ist, jetzt auch im Nachgang, dass ich bin davon ausgegangen, dass ich sterbe. Ich hatte kurz Panik. Und ich habe mich schon sehr oft versucht, auf den Tod vorzubereiten und habe eigentlich gedacht, dass ich einen Frieden mit dem Tod geschlossen habe. Und habe aber immer gesagt, wenn der Tod dann kommt, wie wird es denn dann sein? Und in dem Moment, ich dachte wirklich, ich hatte erstmal die Panik, aber kurz darauf die Überzeugung, dass ich sterbe. Und dann habe ich mich an mein Mindset erinnert. Wie gesagt, meine Gedanken waren rasiert, klingenscharf. Also ich habe ganz genau denken und hören können. Das war alles, hat alles funktioniert. Plus halt, der Körper hat irgendwie nicht mal funktioniert. Und hat irgendwelche Sachen gemacht, wie das Singen, was ich nicht steuern konnte. Und ja, und dann war es okay. Es war okay zu sterben. Und das war eine interessante Erfahrung, das war auch das einzig Positive an dem ganzen Ding. Aber kommen wir zurück zu der Ding. Die hatten halt eine Panik. So. Und dann habe ich gemerkt, dass der Schmerz wieder zurückging. Das heißt, der Anästhesist hat dann wahrscheinlich doch nochmal drauf gedrückt auf seinen. Ich war ja an so einer Kanüle angeschlossen, wo er immer hinterher geballert hat. Und ja, und dann hat er noch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann war der Schmerz wieder weg. Und dann hat sich das alles beruhigt und ich wurde in den Aufwachraum transferiert, also wurde geschoben, weil ich konnte nicht aufstehen, war nicht ansprechbar, weil ich ja extrem viel Narkotika reingeballert bekommen habe. Und dann habe ich dort weitergesungen, richtig laut, eine Stunde lang richtig laut weitergesungen. Und dann kam auch wieder der Anästhesist und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Ich habe ja alles gehört, ne? Hören Sie jetzt auf, mal zu singen. Das macht doch den anderen total Angst. Als ob ich das unter Kontrolle gehabt hätte. Ne? Ich habe gehört, was der gesagt hat. Und ich habe innerlich, ich wollte ihm sagen, ich mache das nicht mit Absicht. Aber ich konnte nicht. Das Singen war so, la, 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 la. So die ganze Zeit. Ne? Mir klar ist, dass es nervig ist. Aber da kann ich doch nichts dafür. Aber da hat er mich so an den Schultern gepackt und gesagt, jetzt hören Sie doch mal auf. Ich konnte nicht aufhören. Im Gegenteil, ich habe noch lauter gesungen. Weil ich wollte was sagen und dadurch habe ich lauter gesungen. Und das war so, so grausam. Und ja, und dann haben sie glücklicherweise irgendwann die Hanna reingelassen, meine Freundin. Und die hat sich dann zu mir gesetzt, die hat mich in den Arm genommen, die hat mir ins Ohr geflüstert. Ich habe ja alles verstanden. Und sie hat es wahrscheinlich irgendwie intuitiv gewusst oder so, hat gesagt, der Zahn ist jetzt raus, es hat alles geklappt. Und ja, und hat mich dann beruhigt und innerhalb von einer halben Stunde bin ich dann langsam wieder mit einigen Heulkrämpfen und ja, irgendwelchen Blödsinn, den ich erzählt habe. Weil ich habe die Stimme nicht unter Kontrolle gehabt. Wisst ihr, ich habe gedacht und ich wollte was sagen, aber es ist irgendwas anderes rausgekommen. Es ist, wie gesagt, ganz üble Nummer gewesen. Und es war ja auch so, eigentlich wollten sie ja den Zahn ziehen und zwei Weisheitszähne. Und die haben entsprechend, nachdem die den ersten Zahn gezogen haben, die Operation dann noch abgebrochen, weil es dann einfach ja, zu krass war und die selber sich auch nicht mehr wohl gefühlt haben. Und im Nachgang mit dem Doktor haben wir dann gesagt, ja, also bei Ihnen, da macht es keinen Sinn, Analgose dienen. Sie hätten wirklich eine Vollnarkose bekommen müssen. Und dann sage ich, das habe ich aber doch gesagt, Vollnarkose. Ja, aber das sagt dann jeder. Jeder redet von Schmerz und das ist Dings. Aber das können wir ja nicht wissen. Ja, ich. Ja, also irgendwo nachvollziehbar für mich, ja. Aber ich habe es mit so einer. Ich habe mir auch wirklich erklärt, dass ich wirklich alles probiert habe. Diese Lachgassachen. Ich habe verschiedene Spritzenarten und so weiter. Ich war bei verschiedenen Ärzten in ganz Deutschland. Keiner konnte das betäuben. Es ist wirklich. Wie gesagt, und er hat halt einfach nur bla bla und hat halt, ja, wir machen Vollnarkose, das wird jetzt anders gemacht. Deswegen die Warnung an alle von euch. Wenn ihr wirklich auch so einen Schmerz, so im Kopfbereich wirklich solche intensiven Schmerzen spürt und ihr merkt, dass auch Betäubung nicht wirkt, lasst euch nicht mit einer Analgo-Sedierung also da einreden. Ihr spürt das genau noch, den Schmerz. Ihr spürt das noch genau. Und egal. Und ich habe den Anästhesisten schon beschissen, indem ich da 100 Kilo, 110 Kilo hingeschrieben habe, Körpergewicht, weil ich wusste, dass sie da mehr reinballern. Und selbst das hat nicht gereicht. Und ich weiß nicht, wie oft er reingeballert hat. Also ich weiß, es ist zweimal nachgeballert, auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, Schmerz und Schmerz ging wieder weg. Und wo er was gemacht hat und was ich gehört habe. Aber das müsst ihr euch wirklich mal vor Augen halten. Also so eine Analgosedierung, das ist, da atmet ihr immer noch quasi selber und ihr habt auch immer noch Bewusstsein. Und das kann, wenn ihr wirklich intensiven Schmerz spürt, das kann nicht euren Schmerz komplett ausschalten. So. Zumindest wenn ihr wirklich so
Probleme habt mit dem Schmerz. Deswegen wählt wirklich die Vollnarkose. Die ist natürlich ein größeres Risiko verbunden, das ist klar, weil ihr werdet künstlich beatmet, aber die Wahrnehmung ist komplett tot. Und darauf solltet ihr achten. Und das ist auch die Intention, warum ich heute auch dieses Video unbedingt machen wollte, um euch zu warnen vor einer Analgosedierung. Zumindest dann, wenn ihr wirklich richtige Schmerzen habt. So, und es mag bei vielen funktionieren, aber ihr könnt selber abschätzen und ihr müsst, wenn ihr sozusagen mit Zahnarzt redet, und wenn der Zahnarzt zu euch sagt, das ist mir noch nie passiert, das keine Ahnung. Und was bei mir ständig passiert ist, beim Zahnarzt, die immer zu sagen, das ist bei mir noch nie passiert, das habe ich noch nie erlebt. Wenn ihr sowas merkt, ständig, dann seid ihr irgendwas, dann funktioniert ihr nicht so wie die Normalität. Und dann verzichtet auf diese Analgosedierung. Es war der blanke Horror. Ich stand am Tor zur Hölle und es war wirklich, ja, es war nie wieder. Und wirklich, meine große Warnung vor dieser Analgosedierung, probiert es von mir aus aus. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ist das Risiko ärmer, obwohl es da auch die Geister streiten, weil du halt eben da nicht diese Überwachung hast wie bei einer Vollnarkose. Aber da möchte ich jetzt nicht so tief ins Thema eingehen. Aber ich wollte euch einfach wirklich warnen, warnen vor dieser Analgosedierung, dass ihr, wenn ihr wirklich schmerzempfindlich seid, dass ihr wirklich die Hölle auf Erden durchlebt, wenn ihr diese Analgosedierung macht. Und ich möchte es keinem von euch wirklich da empfehlen, das zu machen. Und es war sehr, sehr schlimm und ich wollte es euch einfach mal teilen. Deswegen gibt es heute auch keinen schönen Hintergrund. Alles klar. Wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Macht's gut, euer Christian.